Seit Jahren und Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden hat der Teufel immer wieder die gleiche Masche und die funktioniert. Die hat in meinem älteren Leben und vergangenen Leben funktioniert und die funktioniert bei dir noch, der du noch nicht Jesus Christus angehörst. Und zwar, dass er deine Gedanken, dein Leben immer danach ausrichtet, als ob du hier ewig auf dieser Welt, auf dieser Erde leben würdest. Und er macht es immer so, dass er dich von einem Angstfaktor in den anderen Angstfaktor hineintreibt. Und dass er dir immer deutlich macht, du musst für die Rente vorsorgen, du musst dafür vorsorgen und da Notgroschen und da für die Karriere und für Berufsunfähigkeit und das ganze Programm. Wenn eine gewisse Ausgewogenheit und Nüchternheit dazu gehört, okay, aber wie sieht's aus? Haben wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht darauf so verlassen und so versteift, dass wir sagen, unser System, das ist genau so, das steht schon fast neben der Bibel. Und dann macht Gott deutlich, wie schnell alles ein Ende finden kann. Aber das Wichtigste ist, dass Gott dir deutlich machen kann, wie schnell der Tod vor deiner Tür steht. Und dass der Tod kein Alter kennt. Und dass der Tod keine Unterschiede kennt. Ach, der eine ist noch jung und der andere ist jetzt mitten im Leben und der andere hat gerade geheiratet. Auf einmal ist der Tod da. Und dann kommt die Frage auf. Und du kannst jetzt sagen, Arno, du spielst mit deinen Ängsten. Spiele ich nicht. Ich spiele auch nicht mit der Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Und ich sage dir als ein Evangelist Jesu Christi ganz klar, Jesus Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du nicht von Neuem geboren wirst, gehst du auf ewig verloren. Ich sage dir in Jesu Namen, wer nicht in wahrer Reue und Buße gewirkt durch den Heiligen Geist, durch die enge Pforte geht und nicht aus seiner Gnade den rettenden Glauben ergreift, wird in die Hölle kommen, wo der Wurm nicht stirbt. Das sage ich dir in Jesu Namen. Und darum rufe ich dich auf, jetzt, heute Nachmittag, den Tag so zu nehmen, als ob es dein letzter sein könnte. Wer möchte dir die Gewissheit geben und wer kann es dir schriftlich geben, dass du bald ewig leben wirst? Dass du noch 20 Jahre hast? 10, 15, 5, 4, 3, 2, 1. Wer will dir die Gewissheit geben? Das kann dir keiner sagen. Es kann auch genauso gut sein, dass du morgen im Leichenschauhaus 1, 2, 3 oder 4 lebst. Dein Leib lebt da und wo wird deine Seele sein? Kann es sein, dass dann die Seele da ist, wo der Teufel ist, weil du dem Teufel gedient hast, weil du ein Handlanger des Satans bist? Wer nicht von Jesus Christus im rettenden Glauben zu ihm steht und nicht durch wahre Reue und Buße gewirkt durch den Heiligen Geist durch die enge Pforte ist, ich tue mich so gerne da drin wiederholen, weil es um deine Seele geht, dann wirst du Jesus nicht sehen. Es gibt keine Allversöhnung. Es gibt nicht das, dass Jesus noch ein Auge zudreht und die 7 gerade lässt. Dann ist es auf ewig zu spät. Und dann wirst du einmal den Auferstehungsleib kriegen und Jesus wird dir sagen, ich kenne dich nicht. Und du wirst mit seinem Auferstehungsleib, so wie er den gleichen hat, in der Hölle auf ewig schmoren und gequält sein. Das ist die Tatsache. Und warum sage ich dir das so in aller Deutlichkeit? Weil ich dich lieb habe um deiner Seele willen. Und weil ich dir zurufen will, dass du heute noch zu Christus kommst. Komme zu Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Du kannst nicht zwei Herren auf einmal dienen. Entweder wirst du den einen lieben oder den anderen hassen. Komm heute zu Jesus. In Jesu Namen, Bruder Arno Rudnick von der Ruhrpott-Mission. Amen.